mit der Posenroute am Ladoga-Archipel. Vor ein paar Tagen gab es schon ein paar ganz gute Berichte, immer wieder ganz nice Kescherbilder, wo man hier wirklich richtig gut die seltenen Maränen und Fältchen gefangen hat. Und gestern sagte der Lucky Lachs allen, lüpp der Lachs, probier doch mal, naja, dann teste ich doch mal. Also ran hier, ab zum Archi und einfach mal wieder an einer immer mal wieder gut funktionierenden Stelle probieren. Und ja, es geht schon wirklich gut los. Allerdings muss ich sagen, ich teste natürlich mal wieder einen etwas anderen Köder, denn dieser komische Blutegel ist mir zum einen ein bisschen zu teuer. Also den kannst du ja eigentlich nur auch mit Gold kaufen und buddeln. Naja, ich habe so 50 Stück zusammengebuddelt. Kann man mal machen. Also so ein paar kann ich mal dranhängen. Aber naja, so auf Dauer und zum Testen ist mir das eigentlich ein bisschen zu selten, das Zeug, ne? Das heißt, ich müsste ständig versuchen, Blutegel nachzukriegen. Zack, zack, zack. Hier schön mit dem Netz. Na, da haben wir wieder einen. Also, den einen hängen wir direkt wieder dran. Aber es ist schon recht selten, dass man eben diese Blutegel bekommt als Köder. Ja, oder man casht halt einfach mal rein und holt sich einen ganzen Batzen von diesen Blutegeln. Oder man testet einfach andere Köder. Denn es funktioniert ja auch, also die Fische fressen ja nicht immer nur eine Sache. Und nur weil die Rekorde voll sind mit einer Art Köder, heißt es ja noch lange nicht, dass nicht auch andere Köder funktionieren. Man kennt es ja auch von allen anderen Gewässern und von allen anderen Fischen. Es gibt eben auch andere Möglichkeiten, da ranzugehen. So, einziger Knackpunkt hier im Moment ist tatsächlich immer die Cam, beziehungsweise zu sehen, welche Pose ist denn jetzt gerade wirklich dran, welche geht gerade unter. Denn auf normale Sicht, sieht man die fast gar nicht mehr. Sieht man die in der Aufnahme, ich glaube auch äußerst schlecht, weil das eben durch das Gekrissel der Oberfläche vom Wasser auch noch, ja, da verschwimmen quasi die Posen. Wenn man ranzoomt, ja, kriegt man es glaube ich so gerade hin mit einer Zoomstufe. Zack, next. Aber besser wäre dann schon mit der zweiten Zoomstufe, also ein Fernglas kaufen, damit man da besser rankommt. Ja, das Fältchen, das ist jetzt das eigentliche Ziel. Ich teste gerade so ein bisschen verschiedene Köderkombinationen. Mit einem einfachen Köder habe ich es noch nicht probiert. Werde ich auch nicht probieren. Dafür ist mir jetzt gerade die Zeit ein bisschen zu schade. Wenn man einen einfachen Köder hat, dann würde ich, glaube ich, entweder mit einem Blutegel reingehen oder eben nur die Steinfliege. Ansonsten, ja, Steinfliegenkombination in verschiedensten. Also Steinfliege mit Eintagsfliege, natürlich auch Eintagsfliegenlarve. Das ist ja ein Klassiker für die ganzen, Fältchen und Maränen. Wir können ja mal reingucken hier. Also hier ist zum Beispiel gerade Steinfliege mit Dasselfliege in Kombination. Dann habe ich jetzt hier drauf Steinfliege, wie gerade gesagt, mit Eintagsfliege. Läuft auch immer wieder richtig gut. Das ist gar nicht verkehrt. Würde ich sogar sagen, momentan mit die beste Kombination. Und hier ist drauf die Bremse. Wobei das eigentlich so mit die kleinsten Fische gerade liefert. Das ist gerade nicht so spektakulär. Ich glaube, die Bremse werde ich auch am ehesten wieder austauschen. Also Dasselfliege bzw. die Eintagsfliege. Ja, und dann gibt es natürlich noch andere Kombinationsmöglichkeiten mit den ganzen Insekten. Aber auch da geht dann zum Beispiel die, also ich sag mal, die Frequenz deutlich runter. Und es gehen natürlich auch mal andere Fische rein. Gerade bei den Insekten können dann hier natürlich auch mal sowas wie Seeforellen oder sowas reingehen. Und die muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Vom Kescher sieht es bisher schon mal ganz okay aus. Ja, Ribusmaräne. Ich hatte hier angefangen mit Steinfliege und Blutegel zum Beispiel. Aber das war dann auch wieder so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich mir dachte, nee, so eine olle Ribusmaräne, die man ja wirklich locker auch easy fängt, auch am Ladoga oder sowas. Und die frisst mir dann meine Blutegel weg.
will ich eigentlich eher nicht. Hier war Blutegel mit Steinfliege auf der Foxy-Ränke. Das ist natürlich ganz nett. Ich hatte gestern auch schon ein bisschen probiert. Da war eine Wahl am Buckelmarine dran. Also auch das ist natürlich dann ganz nice. Aber ja, Ziel sind eigentlich hier so schwarzes Fältchen. Sphärfältchen ist natürlich richtig cool. Oder eben das Ladoga-See-Fältchen. Das sind jetzt gerade hier die Ziele. Und ja, das, was dann darauf eben funktioniert, das wird dann weitergemacht. Ich gucke gerade mal eben nach Gewicht sortiert. Ladoga-See-Fältchen, Tauwurm und Steinfliege. Genau, wisst ihr was, wir machen das mal hier auf der Kombi. Das war bisher, wie gesagt, die kleinste. Hier auf jeden Fall nochmal den Tauwurm dran. Vielleicht mache ich einfach mal einen Test mit Würmern. Steinfliege, genau. Wir fangen mal an hier einmal mit dem, fangen wir hier mal an mit dem Regenwurm. Zack, ungefähr 25 Meter. Ich habe 25 Meter einen Clip eingestellt, werf aber gar nicht immer so genau rein in den Clip, sondern das ist ziemlich genau diese Entfernung, aber ich bin halt nicht hart im Clip und dazu kommt der Wind, der dreht auch häufig, gerade war der Wind noch entgegen, das heißt die Posen treiben mir entgegen wieder. Jetzt ist der Wind gerade so ein bisschen von schräg rechts hinter mir, also das ändert sich natürlich und dementsprechend muss man eben auch gucken, wohin die Posen treiben. Der Wind spielt hier schon eine heftige Rolle, wenn zu viel Wind hier ist, dann auch einfach mal abhauen wieder. Gar nicht hier angeln, macht keinen Sinn. Bei zu viel Wind, bei zu viel Wellengang macht das hier auch absolut keinen Bock. Jetzt hier mit 4 ist es schon grenzwertig. 4 Meter die Sekunde. Normal würde ich so bei 1 bis 3 am besten hier stehen. So, und jetzt haben wir sie alle, ne? 1, 2, 3 Würmer. So. Also. Genau, nochmal zum Wind. Am besten hier schon direkt gucken, wie ändert sich das. Nächster Tag mit 5 werde ich auf jeden Fall weggehen. Aber hier so in dem Bereich 3, das ist eigentlich ganz okay noch. Also da kann man, da war schon was dran und schon wieder verscheucht. Genau, weil das jetzt hier nicht so super eng ist mit dem Clip und dem Spot. Also anschlagen, das hakt vielleicht nicht. Ja gut, dann bin ich jetzt einen Meter weiter vorne. Kann man trotzdem noch einfach stehen lassen. Siehst du, es zuppelt, glaube ich, direkt schon wieder los. Also, einfach weitermachen. Jetzt ist natürlich die Frage, was geht auf diese Kombination mit den Würmern? Habe ich so noch nicht probiert. Tauwurm, wie gesagt, immer mal wieder im Test. Aber Regenwurm und Mistwurm finde ich jetzt auch sehr interessant. Auf der blauen ist jetzt der Regenwurm. Auf der roten ist der Mistwurm. Und auf der gelben ist der Tauwurm drauf. Und jetzt einfach mal testen, was da geht in Kombination mit den Würmern. Ich hatte auch schon mal in der Kombination mit dem Tauwurm, Steinfliege, Tauwurm, große Wolchow-Ränken. Und die sind natürlich auch super interessant, super selten und mega wertvoll auch einfach. Und ich brauche die Trophy einfach noch. Das wäre natürlich der Oberhammer. Ja, vom Setup allgemein, ich bin recht fein unterwegs. Da ist doch irgendwas dran. Wahrscheinlich ist auf dem Regenwurm hier, ich werfe nochmal aus, sind die Kleinen drauf. Wahrscheinlich haben wir hier sowas wie ein bisschen weiter. Guck mal, allein durch den Wind, wie weit das abtreibt immer. Wie heißen die? Zwergmarinen sind wahrscheinlich damit drauf, auch auf dem Regenwurm. 6er Haken überall, wir gucken mal eben kurz rein. Also das Setup ist überall gleich. 7,8 Kilo Fluorocarbon komplett. 6er Haken und dann wie gesagt Steinfliege in allen Variationen. Die beste Route für den Einstieg ins Matchangeln, immer wieder schon gesagt, in eigentlich jedem Matchangel-Video. Rebellion Match lohnt sich absolut. Plus 5% aufs Posenangeln. Plus 2 nochmal auf die Matchmontage. Also das ist hier ein richtig, richtig guter Boost und dafür ist die auch noch sensationell günstig, geeignet für Kleinfische, natürlich auch fürs Karpfenangeln. Also sensationelle Route, must have, wenn man aufs Posenangeln, aufs große Posenangeln gehen will, aufs Matchangeln. Jetzt ist hier irgendwo was dran und ich habe es verpasst. Müssen wir nochmal drauf warten, das war auf dem Tauwurm mit Steinfliege. Immer wieder Bügel aufmachen, ne? Also in dem Moment, wo man quasi
angeschlagen hat, beziehungsweise wieder loslässt. Zack, Bügel wieder auf. Und dann, so, und dann ist das gut. Dann können die Fische losziehen, beziehungsweise sie knabbern ja da dran. Man hebt schon mal hoch. Und in dem Moment, wo man hochhebt, wäre da schon die Spannung, ruppt man quasi dem Fisch in dem Moment, wo er gerade rumprobiert und ran rumzuppelt, ruppt man eben den Köder weg. Und deswegen offener Bügel, dann zieht man quasi nur ein bisschen Schnur beim Hochheben und der Fisch wird dann nicht verscheucht und dann kann man richtig den Anschlag setzen. Ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, rein kohletechnisch auch richtig gut. Die Fische hier lohnen sich natürlich am meisten, wenn sie auch maßig sind. Aber das wird schon ganz gut passen. Ich ziehe jetzt noch mal ein bisschen durch, so bis zu den Abendstunden. Die haben wir ja jetzt gleich. Und dann gucken wir mal, was da noch reingeht und ob da auf die Würmer noch was reingeht. Und ansonsten wechsle ich auch gleich wieder zurück. Einfach auf die klassische Kombination Steinfliege, Eintagsfliege. Also das ist must have. Steinfliege, Eintagsfliegenlarve. Auch das eine gute Kombination. Und das nächste ist dann natürlich auch mit dem Blutegel. Das ist natürlich jetzt gerade überall auch in den Rekorden drin. Naja, aber ich versuche erstmal noch was anderes hinzukriegen. Ohne Blutegel, da muss da auch noch irgendwie was gehen. Guck mal, das war jetzt gar nicht mal so ganz weit vorne. Ladogasee-Fältchen wieder. Sechser Haken. Übrigens, mit den Haken bin ich auch noch so ein bisschen am struggeln. Sechser Haken ist schon recht groß vom Empfinden. 10er Haken funktioniert auch super. Vielleicht ist ein 10er oder ein 8er Haken einfach noch ein bisschen besser. Ja, ganz klarer Fall. Ich hatte jetzt ein bisschen rumprobiert mit den Würmern. Also, das ist noch eine Kann-Möglichkeit. Also, kann man machen. Vielleicht sogar auch einfach kombinieren mit dem Blutegel und Tauwurm. Aber das ist einfach original Standard, würde ich sagen. Gerade eben wieder rausgeworfen auf einer Route und hat sofort wieder funktioniert mit dem nächsten Fältchen. Also das ist schon must have, eine gute Basiskombination. Hier habe ich es ja auch schon wieder drauf. Das lohnt sich auf jeden Fall. Damit kann man, glaube ich, am günstigsten und am simpelsten die meisten Fische hier abziehen und die meisten Fische hier abdecken eben auch. Und das hier dann eben die nächste Kombination mit der Fliege. Also Eintagsfliegenlarve und hier jetzt nochmal die Eintagsfliege. So, nochmal wieder ein bisschen weiter rauswerfen. Ich war zuletzt jetzt so nah und jetzt geht es, glaube ich, wieder ein bisschen besser. Ja, von der Position her, wer es noch nicht erkannt hat, ich stehe quasi direkt hier am Hafen. Riesenarchipel, Riesenmap und man bewegt sich eigentlich nur 10,50 Meter hier weiter rum. Also gar nicht so weit weg vom Startpunkt. Ja, so und so ähnlich kann es laufen. Ich werde jetzt hier noch weiter durchziehen, auch gleich noch in der Nacht ein bisschen testen. Aber im Großen und Ganzen bin ich so schon ganz zufrieden. Einfach durchziehen und die Chance wahrnehmen auf diese seltenen Fische. Es ist ein bisschen tricky. Man muss natürlich auch ein bisschen rumprobieren. Wie gesagt, aufs Wetter ein bisschen achten, dass nicht zu viel Wind ist. Jetzt wird es gerade noch windiger, immer mehr, immer mehr. Ist halt uncool, weil dann eben der Wellengang so heftig ist. Und die Posen eben die ganze Zeit rauf und runter gehen. Irgendwann sieht man es gar nicht mehr so richtig. Ist dann ein Fisch dran oder ist es einfach nur noch der Wellengang? Und ja, dementsprechend macht das dann halt irgendwann auch nicht mehr so viel Bock. Wie gesagt, ein Fernglas absolut zu empfehlen hier, weil der Wellengang einfach hier so heftig ist. Und dann, ja, mit der gerade genannten simplen Kombi. Ich glaube, da geht auch schon wieder was rein. Gerade erst ausgeworfen auf Blau. Oder? Also, so kann man es auf jeden Fall machen. Und wenn ihr natürlich die Möglichkeit habt, dann auch einfach mit Blutegel, also mit diesen teureren Ködern testen. Blutegel, Schwimmkäfer, auch immer mal wieder eine Möglichkeit. Also das, was einfach sehr, sehr selten im Netz ist. Und natürlich immer wieder nachnetzen hier. Zack. Jawohl, Bachflohkrebs vielleicht auch mal dranhängen. Könnte auch funktionieren. Also die Köder, die halt so ein bisschen seltener sind. Zack, da geht auch was rein. Jawohl. Aber wie gesagt, es geht eben auch ohne. Es geht auch ohne. Man muss nicht immer die teuren Köder verwenden. Nur weil sie gerade in Rekorde stehen. Siehst du, Ladogasee-Fältchen. 500 Gramm. Tipptopp. Jetzt gucken wir gerade nochmal eben in den Shop. Was bringen denn die Viecher?
die Fische in den verschiedensten Größen, wobei so ein richtig großer Brocken über einen Kilo war bisher noch nicht dabei. Aber die kleinen hier, naja, 3 Silber. So der Burner war es noch nicht, nach Preis sortiert. 4 Fältchen bringt 48 Silber. Das ist natürlich angenehm. Das ist natürlich eine Hausnummer. Ladoga-See-Fältchen ab einem Kilo-Bereich geht es dann so langsam los, dass die auch richtig Cash bringen. Ne? 900 Gramm, 14 Silber. Ja, 10, 10 und so weiter. Ja, also da geht noch, noch einiges mehr. Gute halbe Stunde jetzt hier mit 100 Silber. Aber wie gesagt, da tut sich auf jeden Fall noch mehr. Und das war ja jetzt auch viel Testerei, viel Probiererei, gerade mit den ganzen Ködern. Wie gesagt, mit der Kombination jetzt hier einfach nur klassisch auf Steinfliege und Steinfliegenlarve und Steinfliege und Eintagsfliege, dann Steinfliege und Eintagsfliegenlarve und Steinfliege und Eintagsfliege. Ihr wisst, was ich meine. Das ist, glaube ich, die simpelste Kombination. Oder wie gesagt, Steinfliege und Tauwurm. Und dann gib ihm. So, weitermachen, testen, rausprobieren, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.